Die Aliens sind unter uns. Ja, die Aliens sind unter uns. Manchmal stellt man sich ja wirklich die Frage, ob nicht Akte X, diese Filmserie, doch mehr ist als eine Filmserie. Ob damit was dran ist. Bei allem Wahnsinn, der abläuft, ESM, Kriege, Pornografisierung, hat man doch verdammt nochmal den Eindruck, hier sind irgendwelche Außerirdischen am Werk, die hier alle vernünftigen Spielregeln durcheinander bringen. Ja, und wer jetzt den Film zum Beispiel Man in Black gesehen hat, der weiß auch, warum wir diese Außerirdischen unter uns nicht erkennen. Weil in Man in Black wird ja sehr gut dargestellt, dass sich die Aliens menschliche Zellhüllen aneignen, in menschliche Körperhüllen schlüpfen. Und manchmal klappt es nicht und dann endet es wie bei Joschka Fischer, wo sich ja die Zellhülle, als der Alien offensichtlich kam, erstmal zusammengezogen hat. Dann sah der Typ ein paar Jahre aus wie seine eigene Großmutter, so verschrumpelt. Und dann dehnt sich die Zellhülle wieder ballonartig aus und Joschka ist jetzt wieder wie das Michelin-Männchen. Oder wenn man Philipp Rösler nimmt, da hat man auch den Eindruck, es ist ein Android, aber eine billige Bauart. Nur drei Gesichtsausdrücke. Und manchmal stoppt die Software und dann ist der Redefluss am Stocken. Und dann läuft die Software wieder schneller und er sprudelt hervor, er ballert die Worte raus wie ein Maschinengewehr, also richtig gruselig. Aber dieser Rösler ist ja auch kein Einzelfall, sondern dieses Android-Modell muss ja in Serie vom Band gelaufen sein. Also wenn man jetzt andere Politiker anschaut, etwa der CDU, wie Profalla zum Beispiel, oder die ganze FDP-Boygroup, Lindner und so. I'm just trying to warn you folks, the television is a giant LED weapon system. It's so advanced. Rasieren die sich überhaupt? Oder wird da einfach abends der Akku rausgezogen und am nächsten Morgen sind die wieder taufrisch und machen wieder ihr Alien-Programm weiter? Also das sind so die Fragestellungen, die habe ich im Editorial behandelt und bin dann wirklich zur Auffassung gekommen, die Aliens sind unter uns.